Ja, so ist es jetzt natürlich wieder nicht ganz so einfach. Das ist echt schade. Nein. Okay, also Fakt ist, dann müssen wir jetzt erstmal hier den Anhänger so ein bisschen vorziehen. Ja, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Dofo Truck Simulator. Folge 690, wir sind immer noch hier, wer hätte es gedacht. wir gehen einfach mal ein bisschen ruhiger ran und beginnen da erstmal mit einem schönen Schluck warmen Tee. Und dann wollen wir mal dran arbeiten, den Truck jetzt endlich mal rauszukriegen. Die Ladung haben wir ja entfernt gehabt. Und ich denke, das ist okay. Ich werde jetzt erstmal Folgendes machen, und zwar den Truck hier rauslotsen. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist. Sag nicht, ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nie wieder raus. Ich fahre jetzt aber geradeaus. Wie weiter? Keine Ahnung. So, also. Okay. Okay. Ich habe nicht mehr so viel Sprit, das müsste ich bedenken mal. Ich komme ja nicht mehr diese Kurve rum jetzt. Egal, so. Jetzt klappt das Ganze doch langsam. Dann ziehen wir den Anhänger hinterher und dann sind wir erstmal frei. Sag mal, kann ich diesen Baum echt nicht umboxen? Oh, es geht doch. Ah, warte mal. Ja, ist natürlich jetzt schade wegen der Ladung, aber man hätte jetzt nichts anderes machen können. Aha. Du auch, ja. Also man kann sie umrahmen, aber es geht nur mit bisschen Schmackes. Den kriegen wir. Halt. Du bist stur, ja? Gut, bei so einer Aktion sollte man natürlich den Baum auch treffen. So, naja, so habe ich mir zumindest eine Grundlage geschaffen, um den Anhänger easy rauszukriegen. Das freut mich. Jetzt wäre hier natürlich gut frei mit dem Faden, ne? Na, vielleicht hätte es dann so geklappt. Aber wenn ich mir das so mit den Steinen angucke, dann suchen wir uns dann vielleicht doch lieber einen langen Weg drumherum. Dann ist es halt so. So, jetzt muss der nur noch einen Willen zeigen. Ah. Ah. So, bevor du dich da jetzt mal verabschiedest, ich sehe doch schon wieder hier, dass du dich wieder hier... Jetzt rollt er da hinten rein, ne? Okay. Und verstanden. Ist gerade irgendwie schlimmer. Ja, ich fahre es mal raus. So.
Ja, das soll der Ziggs machen. Der ist ein bisschen wendiger, glaube ich, nur auf der Brust. Ja, so ist es jetzt natürlich wieder nicht ganz so einfach. Das ist echt schade. Nein. Okay, also Fakt ist, dann müssen wir jetzt erstmal hier den Anhänger so ein bisschen vorziehen. Den auch haben. Jetzt habe ich hier aber ein ähnliches Problem wie mit dem anderen Truck auch. Könnte ich jetzt natürlich hier so lösen, theoretisch. Soll ich jetzt hier runterdüsen? Ist aber mit Wänden. Ja, doch, warte, das schaffe ich doch. Ich schaff's vielleicht doch nicht. Das war genauso geplant. Also, klar. So. Problem ist, dass er hier jetzt halt einfach wie ich den Anhänger mir hier mitschleppe. So. Möglich ist, würde ich dem gerne noch ein paar Liter lassen, um den Tiger noch mal ein bisschen aufzufüllen. Da. Ganz genau. Der hat jetzt noch 100 knapp. Okay. Wie wär's? Nee, oder nicht. Ich muss erstmal raus hier. So, langsam ziehen wir uns wieder aus der Scheiße. Oh, ich dachte, der wäre kürzer. Okay, alles vom Ziggs-Rennen. Weg hier.
So. Freunde, wir kriegen es ganz langsam wieder hin. Es dauert zwar wieder ein, zwei Stunden, bis wir die Ladung wieder haben. Plus ein Caterpillar muss wieder auf die Map kommen, damit wir Kraftstoff haben und so weiter, aber das wird doch alles hier, Mensch. Ja. Okay, wo kriege ich jetzt Holz her? Ich kriege die langen Stämme ja nicht von dieser Map, ne? Das heißt, ich muss so oder so wieder auf die andere Map fahren. Das könnten wir natürlich gerne noch probieren, ob wir das mit dieser Tankladung schaffen. Eigentlich gehen. Ich muss nur darauf achten, dass ich nicht hier fahre. Sondern dann einfach hier. So. Na, den Rest kennen wir dann, ja. Mit wie viel? 111? Ist schaffbar. Zumindest auf die andere Map. Dann muss ich nämlich mit dem Caterpillar nicht so lange fahren. Und dann ist das vielleicht sogar zeitlich gar nicht so ein großes Ding. Da lasse ich mich jetzt nicht von aufhalten. Gehen wir mit voller Energie ran. Lösen das Ganze. Den zeige ich's. Aufgeben. Das passt nicht. So. Wir haben jetzt zwar den Upload halbiert, Freunde. Das heißt aber nicht, dass in den Videos nicht genau die gleiche Mühe drin steckt. Ich gebe mir genauso viel Mühe und habe noch genauso viel Bock. Vorher, Prost. Ist auch irgendwie geil. Bisschen Tee. Kann ich nur empfehlen. Natürlich den, den man am liebsten mag. Wenn man ihn mag. Sonst würde es einen Kaffee wahrscheinlich auch machen. Aber so den ganzen Tag Kaffee irgendwie. Nee. Ist viel zu viel Koffein und so. Bei Tee ist es voll okay. Ist halt nicht so langweilig wie Wasser, aber ist halt trotzdem größtenteils Wasser. Gut, Kaffee ist auch größtenteils Wasser. Ja, egal. Ich werde jetzt hier nicht zum Ernährungs- oder irgendwas Experten. Lass mal damit bloß in Ruhe. Soll ich hier hin? Ah ja. Ach so, aber wir sind schon hier. Nicht gut. Ich dachte, wir wären noch gar nicht hier. Deswegen kam es mir gerade nicht bekannt vor. Aber dann wissen wir auch, guck mal, wie easy das hier ist. Dann wissen wir ja Bescheid, Mensch. Nächstes Mal nie wieder Stress da, zwischen diesen Steinen durchzufahren. So. Na, ja, guck mal. Vielleicht kriegen wir... Na, wird knapp. Wir machen zwar eine normale Länge, aber... Wir müssen halt gucken, wie lange wir brauchen, den Caterpillar zum Truck zu bringen. Dann müssen wir uns nächstes Mal eine andere Route überlegen. Ist natürlich schön, dass wir die Bäume da jetzt platt gemacht haben. Das Problem daran ist dann auch nur, dass die Bäume, wenn ich nächstes Mal auf die Map komme, natürlich wieder da sind. Blödsinn, wirklich. Nein. Wir haben uns lange genug letzte Folge drüber aufgeregt, glaube ich. Wenn nicht, die Folge davor und die Folge davor. Also wir sind schon eine ganze Weile da an dieser Stelle gewesen. Und jetzt können wir mal wieder anfangen, nach vorne zu schauen. Und einfach mal jetzt diesen Job hier durchziehen. Okay.
Da sind wir sogar schon da. Guck mal. So flott geht's. Mit dem Sprit fahre ich allerdings nirgendwo mehr hin. Da bleibe ich jetzt stehen. Der Cut muss her. Der Cut. Genau, und da müssen wir ja hoch, um die Stämme zu holen. Ich denke mal, da sollte es... Okay, das ist ein Problem natürlich. Ja, natürlich gibt es da jetzt keine mehr. Hier würde es was geben. Möchte ich ungern. Hier gibt es noch was. Na gut, muss ich halt... Da kommt man ja ganz gut hin. Da waren wir noch gar nicht. Witzig. Ich glaube, hier hatten wir verkackt, rüberzukommen. Ja. Ja, das macht natürlich jetzt wieder alles ein bisschen schwerer. Na gut. Dauert es halt noch länger. Ist ja okay. Dich brauche ich aber... So. Der muss jetzt da hinten hin erstmal. Und dann müssen wir da die ganzen Sachen bringen. Ich hoffe jetzt nicht, weil ich die Ladung entfernt habe, bekommen wir damit jetzt irgendwie Probleme. Nicht, dass man bei den Aufgaben irgendwie auch nochmal ein bisschen Holz liefern soll. Und jetzt habe ich die Ladung gelöscht. Jetzt reicht es nicht mehr. Sollte nicht passieren eigentlich. Ja. Ha. Wird sich hier durchgegraben. Ist das klar? Ja, schön. Jetzt waren wir wieder in einer tiefen Grube, aber jetzt geht's bergauf, stetig. Langsam, aber stetig. Und das ist die Hauptsache. Müde bin ich trotzdem. Man sieht's vielleicht. Aber auch nur... Vielleicht. Gott. Was ist da los? Ich bleib bei dem Gang. Ist ja zwar jetzt nicht der schnellste, aber er bleibt zumindest dann in diesem Speedy Gonzales. Ja. So. Dann fahren wir noch hier. Komm. Fahren wir noch bis da hinten. Haben wir die letzten Male immer so zeitig Schluss gemacht. Dann können wir jetzt auch mal ein paar Minütchen länger wieder mal fahren. Heute haben wir die Zeit. Das macht es ja jetzt auch mit den Aufnahmen entspannter.
durch den halbierten Upload. Ich habe ja trotzdem theoretisch dieselbe Aufnahmezeit zur Verfügung. Damit kann ich dann quasi wieder normal lange Folgen machen oder so. Ist ja auch was. Und wie gesagt, es bleibt nicht für immer so, nur jetzt gerade brauche ich einfach ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen und naja. Woanders zu sparen wäre irgendwie nicht toll. Also sparen wir lieber hier, dann ist das so. Dann werde ich gleich noch die Videos schneiden für morgen und dann ist nachher noch eine GTA-Aufnahme oder mehrere GTA-Aufnahmen sind dann geplant mit dem Besten der Besten natürlich, dem Dennis, der ja sogar auch hier in diesem Spiel schon jetzt ein paar Mal dabei war mittlerweile. Richtiger Ehrenmann ist das. Und wir haben ja auch schon jetzt einige Wochen kein GTA mehr aufnehmen können, auch aus zeitlichen Gründen. Deswegen freue ich mich, dass es heute wieder klappt. Aber dann dachte ich, bevor er kommt tatsächlich in einer knappen halben Stunde, würde ich schätzen. Zeit genug, um die Folge noch abzuschließen und dann sogar noch zwei Videos zu schneiden, eben die für morgen. Und dann bin ich auch schon, was Videos angeht, für heute durch. Sehr angenehm. Das heißt, ich habe den gesamten Abend noch Zeit für andere Sachen. Und das war davor schlichtweg nicht möglich. Da muss ich ja dann erst anfangen. Erstmal vier Videos schneiden, zu rendern. Zwei Videos sind in einer halben Stunde vielleicht erledigt, höchstens. Aber bei vier Videos ist es dann mal eben das Doppelte. Plus doppelte Renderzeit, plus doppelte Uploadzeit, ne? Doppelt so viele Thumbnails, summiert sich halt alles immer krasser, als man denkt. So. Der ist voll. Und nächste Folge können wir dann mit dem Tiger los, um den Stamm zu holen. Hoffentlich wird es dann diesmal klappen. Freunde, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.